Löse die folgende trigonometrische Gleichung, indem du die Existenzbedingungen präzisierst. Diese Gleichung. Stelle die Lösungen, die zum Intervall von 0 eingeschlossen bis 2π ausgeschlossen gehören, auf dem trigonometrischen Kreis dar. Beginnen wir mit den Existenzbedingungen. Zuerst einmal muss der Tangens von x existieren, das bedeutet, dass der Cosinus von x nicht 0 sein darf, also darf x nicht pi halbe plus kpi sein. In all dem, was jetzt folgt, kennzeichnet k eine beliebige ganze Zahl. Der Tangens von 2x muss ebenfalls existieren, das bedeutet, dass der Cosinus von 2x nicht 0 sein darf, also darf 2x nicht pi halbe plus k pi sein oder auch x darf nicht pi viertel plus k pi halbe sein. Hier teilen wir durch den Tangens von x, also darf der Tangens von x nicht 0 sein. Das heißt, dass x nicht k pi sein darf. Und hier teilen wir durch Tangens von 2x. Das bedeutet, dass Tangens von 2x nicht 0 sein darf. Was wiederum bedeutet, dass 2x nicht kpi sein darf. Und wenn man dann noch durch 2 teilt, stellen wir fest, dass x nicht kpi halbe sein darf. All diese ausgeschlossenen Winkel können wir zusammenfassen in x darf nicht k mal pi viertel sein, wo k eine beliebige ganze Zahl ist. Zeichnen wir all diese ausgeschlossenen Winkel im trigonometrischen Kreis ein. Es sind all diese Winkel. Wenn k 0 ist, dann ist x 0. Also x darf nicht 0 sein. Wenn k 1 ist, dann finden wir für x Pi Viertel. X darf also nicht Pi Viertel sein. Wenn k 2 ist, dann sind wir bei Pi halb. Dann 3 Pi Viertel, dann 4 Pi Viertel, das heißt Pi, dann 5 Pi Viertel, 6 Pi Viertel, das heißt 3 Pi halbe, 7 Pi Viertel und letztendlich 8 Pi Viertel, das heißt 2 Pi. Das sind also alle Winkel, die durch die Existenzbedingungen ausgeschlossen sind. Jetzt lösen wir diese trigonometrische Gleichung. Diese Gleichung ist erfüllt, dann und genau dann, wenn Tangens von 2x im Quadrat dasselbe ist wie Tangens von x im Quadrat. Und das wiederum ist erfüllt dann und genau dann, wenn Tangens Quadrat von 2x minus Tangens Quadrat von x gleich 0 ist. Hier erkennen wir die Differenz von zwei Quadraten und wenden die entsprechende binomische Formel an. So stoßen wir auf dieses Produkt, das 0 sein muss. Durch die Regel vom Nullprodukt wissen wir, dann muss der erste Faktor 0 sein oder der zweite Faktor muss 0 sein. Und so stoßen wir auf diese zwei Fälle. Schauen wir im ersten Fall und setzen minus Tangens von x sofort rechts rüber. So erhalten wir diese trigonometrische Grundgleichung Tangens gleich Tangens, aus der wir sofort schließen können, dass 2x gleich sein muss zu x plus k mal pi, wo k eine beliebige ganze Zahl ist. Jetzt setzen wir x noch links rüber und finden als x-Lösungen k mal pi. Zeichnen wir diese Lösungen im trigonometrischen Kreis ein und wir stellen fest, dass genau diese Lösungen durch die Existenzbedingungen ausgeschlossen sind. Also nehmen wir diese Lösungen aus der Zeichnung wieder weg und streichen sie hier ebenfalls weg. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall und setzen Tangens von x rechts rüber. So erhalten wir als Gleichung diese da. Und minus Tangens von x, das ist dasselbe wie Tangens von minus x. So erhalten wir diese Grundgleichung Tangens gleich Tangens, aus der wir schließen dürfen, dass 2x dasselbe sein muss wie minus x plus k mal pi. Jetzt setzen wir minus x links rüber, dann haben wir links 3x und jetzt wird noch durch 3 geteilt und somit finden wir als Lösungen x gleich k mal pi Drittel, wo k eine beliebige ganze Zahl ist. Jetzt schauen wir nach, wenn k 0 ist.
Wenn k 0 ist, dann haben wir x gleich 0. Das ist aber diese Lösung, die durch die Existenzbedingungen ausgeschlossen wird. Also ist das keine Lösung, die nehmen wir wieder weg. Wenn k 1 ist, finden wir für x Pi Drittel. Das ist effektiv eine Lösung, denn Pi Drittel ist durch die Existenzbedingungen nicht ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn k 2 ist, dann haben wir 2 Pi Drittel. Diese Lösung ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn k 3 ist, dann haben wir als Lösung 3 Pi Drittel, das heißt Pi. Diese Lösung ist aber ausgeschlossen durch die Existenzbedingung. Also weg damit. Wenn k 4 ist, dann haben wir effektiv eine Lösung. Wenn k 5 ist, ebenfalls. Aber wenn k 6 ist, dann haben wir hier 6 Pi Drittel, das heißt 2 Pi. Und 2 Pi ist durch die Existenzbedingungen ausgeschlossen. Also löschen wir die ebenfalls wieder. Die Lösungen, die wir also erhalten, das sind diese vier. Fassen wir diese zusammen in der Lösungsmenge. Dazu nehmen wir mal die roten Winkel weg. Wir sehen hier, diese beiden Winkel, das sind eigentlich alle Winkel Pi Drittel plus 2k Pi und minus Pi Drittel plus 2k Pi. Also sind das die Winkel plus minus Pi Drittel plus 2k Pi. Und diese Winkel, das sind die Winkel 2 Pi Drittel plus 2k Pi und minus 2 Pi Drittel plus 2k Pi. Also das sind die Winkel plus minus 2 Pi Drittel plus 2k Pi. Bemerken wir hier nochmal, dass k eine ganze Zahl sein muss. In den Angaben wird auch gefragt, diese Winkel darzustellen im Intervall 0 eingeschlossen bis 2pi ausgeschlossen. Wir beginnen also bei 0. Die erste Lösung ist Pi Drittel, die zweite Lösung ist 2pi Drittel, die dritte Lösung ist 4pi Drittel und die vierte Lösung ist 5pi Drittel. Also kennzeichnen wir diese Winkel auch so und somit haben wir den Auftrag vollständig erledigt.